Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer neuen Ausgabe I Want the Apple in 99 Sekunden. Viel Spaß! Es gibt neue Informationen zum Jailbreak für iOS 6.0 und iOS 6.1. Einige Hacker haben sich zusammengeschlossen zu einer größeren Hackergruppe und haben jetzt schon länger an einem Jailbreak gearbeitet. Vor kurzem haben sie über Twitter bekannt gegeben, dass sie mit dem Jailbreak fertig sind und ihn nächsten Sonntag veröffentlichen möchten. Auf einer Pressekonferenz stellte Wim ihr neues Smartphone-Betriebssystem BlackBerry 10 vor, welches sich hauptsächlich an Businesskunden richtet. Außerdem gaben sie bekannt, dass sie nun nicht mehr Wim, sondern vollkommen BlackBerry heißen. Von Apples Profi-Rechner Mac Pro haben wir ja schon länger nichts mehr gehört. Ab dem 1. März wird es diesen Mac Pro nicht mehr in der EU zu kaufen geben, da er gegen einige neue EU-Richtlinien verstößt. Eine aktuelle Studie zeigt, dass iPhone-Nutzer im Durchschnitt am meisten für Mobilfunkgebühren zahlen. Apple hat sich ein Lautsprechersystem patentieren lassen. Dabei handelt es sich um zwei Lautsprecher außerhalb und zwei innerhalb des Fernsehers. Die arbeiten dann mit Sensoren, um die Person vor dem Fernseher zu erkennen und dann die Lautsprecher so anzupassen, um dem Zuschauer bzw. Zuhörer ein optimales Klangerlebnis zu ermöglichen. Zu guter Letzt gibt es noch was Neues zum Apple TV 4. Da gibt es einige neue Informationen, denn er soll einmal dünner werden und mit einem A5X-Prozessor auf jeden Fall schneller. Das war's von dieser Ausgabe. Mehr News wie immer auf apfellike.com. Wir sehen uns beim nächsten Mal.